Wir sind Yvonne und René und seit Februar 21 leben wir unseren Traum, Reisen ohne Zeitlimit. Zuerst in unserem Exmo, einem MAN G90 8150, Laila, der Namensgeberin des Kanals, und jetzt in unserem Toyota Land Cruiser HZJ79 mit Wohnkabine und dem Namen Tembo. Erobern wir erst den afrikanischen Kontinent und danach den Rest der Welt. Kommt mit und begleitet uns dabei, ihr seid sehr herzlich eingeladen. Wüstenelefanten. Wir haben diese seltene Spezie tatsächlich noch gefunden. Das sind tatsächlich Wüstenelefanten. Die sind nämlich nicht so groß. Und sie kommen auch mit wesentlich weniger Wasser zum Überleben klar. Kurz bevor sich unsere illustre Reisegesellschaft, bestehend aus uns, Jan und Gunnar mit ihrem Kurzhauber, die wir mal in Mauretanien kennengelernt haben, und Paul und Barbara mit ihrem Iveco trennen muss, treiben uns diese Gesellen ein Dauerlächeln ins Gesicht. Vollkommen entspannt legt sich einer sogar zu einem ausgiebigen Mittagsschläfchen hin, aus dem er nur mühevoll wieder hochkommt, was so entzückend aussieht, dass ich es euch in voller Länge zeigen möchte. Ich glaube nicht, dass es sich hierbei um ernsthafte Kämpfe gehandelt hat, denn ihr Schwanz, ein wichtiges Kommunikations-, Gleichgewichts- und Fliegenschutzinstrument, hängt recht entspannt am Körper herab. Und doch endet es mit einem einsamen Elefanten in der Wüste. Nachdem wir jetzt eben noch so lange den Wüstenelefanten zugeguckt haben, sind wir jetzt einfach kurz entschlossen links reingefahren. Die Wüstenelefanten sind gerade da hinter den Büschen. Und hier machen wir jetzt Nachtlager. Es ist schon spät. Wir haben ein episches Plätzchen in einem Nebenarm des Huanip gefunden und genießen einen letzten Abend Gemeinsamkeit, bevor wir uns am nächsten Tag in unterschiedliche Himmelsrichtungen davonmachen werden. Heute ist Tag der großen Verabschiedung. Wir sind jetzt, ich glaube, fünf Tage zusammengereist. Hier zu meiner Linken Barbara und Paul aus Kölle. Und da hinten sind ja Jan und Gunda, unsere lieben Freunde, die wir ja schon so lange kennen, die wir in Mauretanien kennengelernt haben. Heute gehen wir auseinander. Unsere Wege trennen sich. Die zwei fahren nach Norden. Wir fahren nach Süden. Ich muss mal ein bisschen überlegen, wo wir in welche Himmelsrichtung wir fahren. Und Jan und Gunnar fahren zurück Richtung Osten. Die fahren zurück Richtung Sesfontein. Ach, ich hab's langsam mit den Namen. Das wird. Also, der hier, das Klo läuft schon.
Der Dicke wird noch beschraubt. Ja. Und die Dicke muss ich noch fertig machen. Jalla. Jalla, sagt die Gunda schon ganz richtig. Jetzt letzte Verabschiedung. Wir ziehen jetzt weiter Richtung Süden, Richtung Palmwag. Da waren wir noch nicht. Was für uns allgemein immer ein bisschen Direction Windhoek ist. Da fahren sie dahin. Und wir auch. Nur wie gesagt, geht es bei uns in Richtung Süden in die Palmwag-Sektion. Hier soll es noch freilebende, sehr seltene Spitzmaulnashörner, also Black Rhinos, geben, die von Rangern der Save the Rhino Trust, also Gesellschaft vor Wilderern, geschützt werden. Dieser Trust, privat gegründet in den 80er Jahren, sollte zur Sensibilisierung und Ausbildung der lokalen Bevölkerung im Tier- und besonderen Nashornschutz dienen. Auf geht's! Mittagspause. Wir sind mal wieder in herrlicher Wüstenlandschaft unterwegs. Mittagspause. Und es geht nichts über eine leckere Brotzeit mit selbstgebackenem Sauerteigbrot und einem alkoholfreien Bier bei der Hitze. Ich weiß ja nicht, ob man das sehen kann, aber hier sind überall Spuren und hier sind so richtige Wege. Jetzt bin ich ja echt mal ob wir vielleicht doch noch mal Wüstenelefanten in der echten Wüste sehen. Jetzt habe ich ja eben gerade philosophiert über diesen Pfad, den man da gesehen hat, diesen ausgetretenen Trampelpfad. Und dann habe ich noch vorher zu René jetzt gesagt, da ist aber die ganze Zeit kein Haufen zu sehen. Scheißendreck! Hiermit ist schon der zweite Haufen zu sehen. Das heißt ganz eindeutig, das hier ist eine Ecke, die Wüstenelefanten nutzen. Die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ob wir da unten in das Wadi reinfahren und dem ein bisschen entlang folgen und gucken, ob wir die Wüstenelefanten sehen. Wir haben ja einen kleinen Forschungsauftrag. In seinen Augen. Mein kleiner Wissenschaftler fängt jetzt hier plötzlich an, zum Naturwissenschaftler zu mutieren. Letztes Jahr war er noch Mechaniker. Und jetzt willst du Naturwissenschaftler werden. Jetzt werde ich Tierforscher. Das ist schon eine ganz schöne Wendung in deinem Leben. Ja, aber ich finde das hier ganz abenteuerlich. Ich fühle mich hier irgendwie so ein bisschen in meinem Element. Mir gefällt das. Sein Element ist besonders die Wüste. Ihr erinnert euch sicherlich an seinen Ausbruch vor einiger Zeit ein kleines Stückchen südlich von hier. Wir verlinken diese Episode mal oben in der Ecke. Für uns geht es weiter durch schier endlose Strecken ohne ein Zeichen von irgendeinem Leben. Außer dem vertrockneten Haufen eben. Dies hier ist eine offizielle Campsite. Wahnsinn, oder? Man kann es hier überall hinstellen. Nach einer sehr ruhigen Nacht, wie hätte es auch anders sein können, scheucht er mich bei der Weiterfahrt auf diesen ganz schön steilen Berg, um die Aussicht zu genießen. Will er mich wieder anschwärzen? Will ich gar nicht. Unschuldig. Draußen lachen schon die Krähen.
Hang deutlich steiler als von unten zu erwarten gewesen. Oder ich habe es gesehen, deswegen habe ich ihn gefragt, was ich für einen Gang nehmen soll. Aber er hat gesagt, ich soll einen normalen ersten Gang nehmen. Jetzt soll ich doch die Untersetzung reinmachen. Und wetten, ich habe es jetzt nicht geschafft und sie ist nicht drin? Doch, doch, die kriegst du schon rein. Ich würde mir jetzt noch die Hinterachssperre nehmen zum Anfahren, weil jetzt wird es ein bisschen eng zum Starten. Das ist die erste. Ja. Auch wenn die Krähen am Himmel schon krächzend gelacht haben, gelingt es mir, den Steilhang zu erklimmen, die Aussicht kurz zu genießen, um dann auch schon wieder den gleichen Weg nach unten anzutreten. Ist immer gut, wenn man ein Straßenschild hat. Hoher Nipp nach rechts. Da kommen wir ja gerade her. Tja. Kein Durchkommen. Ich mach mir in die Hose. Da ist ein freilebendes Nashorn. Ich breche ab. Wie sensationell ist das denn? Boah! Boah, meine Fresse! Psst! Was sagt man nicht? Entschuldigung. Oh, ich sag gar nicht. Aber das ist ja wohl mal die Ober-Ultra-Super-Duper-Sensation für uns. Ist das sensationell? Geht es besser? Ich glaube, das haben wir schon so oft gesagt, aber da hinten ist im Flussbett ein Breitmaulnashorn. Wahnsinn! So selten. Denn auch wenn wir wussten, dass es hier welche gibt, hätten wir niemals damit gerechnet, auch auf eines zu stoßen. Das Tier ist sehr scheu und wahrt einen großen Abstand zu uns und irgendwann entschwindet es dann doch in der Ferne. Der gleiche Tag, ein zweites Rhino an einer ganz anderen Stelle. Vielleicht ist es auch ein Elefant, aber ich glaube eher, es ist ein Rhino. So frisch. Ich glaube ja, dass das Adventure-Team, dass das auch belohnt wird. Es ist nämlich gerade wieder ein bisschen zermürbend gewesen. Das ist einfach der Wahnsinn. Hier ist kein Mensch unterwegs, nichts, niemand. Geil, der hat das noch nicht gehört, das arme Kerlchen ist schwerhörig. Bisschen aufgeregt bin ich schon. Und ich erst, es ist auf meiner Seite. Es hat uns jetzt wahrgenommen. Es guckt uns nämlich ganz genau an und es ist ein Spitzmaul. Das ist 100 Meter vor uns. Nashorn, das gerade in unsere Richtung einen Schritt gemacht hat. Es hat abgesägte Hörner. Das konnte ich eben im Fernglas sehen. Wenn ihr alle mal unseren Blutdruck messen würdet, dann wüsstet ihr, was bei uns gerade abgeht. René hat zittrige Hände. Richtig zittrige Hände. Ich bin gerade etwas angsterfüllt. Ich frage mich gerade, wo mein Fluchtweg ist. Du meinst, Fluchtplan ist rückwärts. Wie sind denn die Schritte? Ich bin rückwärts nicht schnell genug. Das steht nämlich genau auf der Pad. Wir wissen jetzt gerade nicht, was wir machen sollen. Wird es gehen, wenn wir in die Richtung fahren oder greift es an? Jetzt habe ich überlegt, ob ich rückwärts hier wende und dann rückwärts fahre, weil dann könnte ich quasi vorwärts die Flucht ergreifen. Ich habe auch so ein bisschen, wenn es... Es kann ja überall ins Auto, aber wenn es uns vorne den Kühler zerhaut, dann haben wir ein Problem. Und hier möchte ich kein technisches Problem haben. Also grundsätzlich möchte ich nicht von einem Rhino angegriffen werden, das nebenbei. Aber vorne erster Kontakt ist leider unser Kühler. So eine Tür kann ich ja ausdengeln. Oh Gott, hier über was man sich Gedanken machen muss. Ich muss ja immer wieder nur sagen, er will hauptsächlich durch so einsame Gegenden fahren. Er will eigentlich das. Ich will das auch, aber
Ich könnte auch mal eine Pause zwischendrin mehr gebrauchen. Ich könnte jetzt langsam auch wieder eine Pause gebrauchen. Ich merke das auch. Das ist, finde ich, ja ganz gut. Dann sind wir ein bisschen früher in Windhoek. Wir sind die Guten. Achtung. Was machst du jetzt? Ich mache mal eine Tür zu. Ich sage jetzt, es ist schwerhörig. So, Yvonne ist jetzt hinten im Ausguck. Ich versuche jetzt mal rückwärts da dran zu fahren. Oh Gott. Hörst du mich? Könnt ihr mal hupen vielleicht? Warte. Immer noch da. Super, das klappt ja hervorragend. Es ist immer noch da, sagt die Junge. Es bewegt sich nicht. Wie weit sind wir noch weg? 18 Meter. Sieht es uns denn richtig? Ja, das sieht uns genau. Jetzt bewegt es sich. In welche Richtung? Es geht quasi. Dann fahre ich noch ein Stück rückwärts. Ja. Bleib wieder stehen. Was sagt denn der Pistenverlauf? Steinig. Ich bin wieder auf der Piste. Ich auch. Yvonne sagt gerade sehr aufgeregt, Nashorn hinter uns. Steht es noch oder geht es jetzt weg? Das Problem ist, ich kann ja nirgendwo neben der Piste fahren. Hier sind so große Steine überall. Da kann ich jetzt nicht einfach mal entspannt außen rum fahren. Irgendwann hat der imposante Kerl Erbarmen mit uns und verzieht sich über einen Hügel. Danke dafür nochmal. So, jetzt haben wir es hinter uns gelassen, hier im Fluchtmodus. Boah. Wir tauschen Rollen diesmal, das finde ich ja sensationell. Ich bin patschnass im Schwitz. Rhino Number 3. Und er sagt gerade noch, wir müssten jetzt mal so ein paar neue Aufnahmen von außen machen. Ich gehe nicht raus. Muss auch nicht. Oh oh. Das guckt mich gerade an. Jetzt krieg ich mir die Hosen voll. Ich habe ein Blutdruckmesser dabei. Ich muss den damit hier nach vorne tun. Den gegenseitigen Anstarrwettbewerb gewinnen wir aber, denn das Rhino wendet sich ab und ergreift die Flucht. Ha! Wir sind die Sieger. Wir haben ja ein bisschen Problem hier mit der Routenführung. Wir suchen ja unseren Weg hier durch das Palmwack Concession Conservancy Area und immer wieder stoßen wir auf Schilder, die eindeutig sagen No Entry. Bitte wenden.
Während dem ganzen Gerüttel hier habe ich ja mal heimlich auf unser Navigationsgerät geschaut und festgestellt, dass wir jetzt mal wieder in 1,5 Stunden es geschafft haben, 15 Kilometer zu fahren. Herzlichen Glückwunsch! Da kommt wieder ein Verbotsschild. Ich vermute, dass die ganze Zeit schon, die wollen uns ganz gezielt Richtung nach Palmenberg treiben. Eieieiei. Wir sind wieder auf einer öffentlichen Piste, wie man hört. Es rumpelt und pumpelt ganz laut. Wir sind jetzt rausgekommen am Gate, am Nordgate von der Palmenberg Concession Area. Haben auch eine Karte jetzt ausgehändigt bekommen, haben brav unseren Eintritt bezahlt. Haben uns eingetragen. Ein Austritt quasi. Wir fahren durch Palmenberg. Das hört sich ja immer alles so an, als wären das größere Ortschaften, in denen man sich versorgen kann. Aber es ist wirklich nur ein kleines Hüttendorf. Wir schuckeln uns jetzt hier gerade auf den letzten Metern des Tages auf Nachtplatzsuche. Hier entlang. Während hinter uns die Sonne verschwindet, wir einen herrlichen Platz gefunden haben, Yvonne etwas angenervt ist gerade, weil die Filmschneiderei in die Hose ging gerade. Aufgrund des Perfektionismus meines Mannes, muss man halt wieder sagen. Naja, ich gehe davon aus, ihr wollt anständiges Material haben. Oh, René, sei still mit sowas bitte gerade. Und währenddessen kocht sie mir natürlich noch was zu essen. Mit voller Lust jetzt gerade. Raus. Ich gehe mit euch raus, ich glaube, draußen ist sicherer. Ich hätte gerne alle Trinkflaschen von euch. Also noch einen Blick auf den Sonnenuntergang. Und damit verabschieden wir uns für heute. Oh wow, so schnell wie mein Mann kann ich das ja immer nicht, denn ich möchte mich wieder bei euch bedanken. Für euer Interesse, eure Treue, euer Weiterempfehlen unseres Kanals, die guten Zusprüche und besonders unsere ersten Diesel- oder wie gewünscht natürlich Bierspendern. Vielen Dank an Rainer, Ralf, Willi, Volker und besondere Grüße vom Lucky Diamond an Jule, Andrea und Rainer. Wir sind gerührt und sehen euch nächste Woche wieder, wie gewohnt, immer wieder sonntags um 11 Uhr. Tschüss und bye bye.